Ja, vielen Dank auch von mir an die Veranstalter, auch an die Vorredner für die verschiedenen und auch spannenden Diskussionsgelegenheiten, was in Lotzes Werk so alles zu finden ist. Und ich werde jetzt noch einen anderen Strang dazusetzen. Hat ja auch schon gerade gesagt, der in gewisser Weise zum Vorredner passt, wenn auch manches etwas anders akzentuiert. Und besonders, was Sie als letztes dann zusammenfassten, dass in Lotzes Theologie die Tendenz zu einem persönlichen Seinsgrund ist, der so als letztlich zentrale Kraft dann die Herrschaft des Menschen oder des Geistes und die Natur ermöglicht. Ich denke, es gibt noch eine andere Deutung, die sich an, Sie haben es kurz erwähnt, Lotzes Begriff der lebendigen Liebe anschließt, weil dieser Begriff ermöglicht, denke ich, quasi die Lücke zu schließen, die bisher doch bei vielen Vorträgen sichtbar war zwischen Lotze als Idealisten oder geistigen Denker und Lotze als mechanischen oder naturwissenschaftlichen Denker. Und ich werde versuchen zu zeigen, warum. Da bei ihm nur phasenweise begonnen, ausgeführt, sich durchaus eine Strang öffnet, der diese Kluft, diese Spaltung tendenziell auch überwinden kann. Um das deutlich zu machen, will ich ihn erstmal selbst zu Wort kommen lassen, und zwar der letzte Teil des dritten Bandes, des Mikrokosmos. Also Sie können mir zuhören, Sie können es auch mitlesen. Ich habe es hiermit angebeamt, um zu zeigen, dass es Tatsache von Lotze ist. Also die Zitate sind Seite 615 folgende. Also ich lese es so ein bisschen in Ruhe meditativ vor, Sie können auch einfach lauschen oder es lesen. Gutes und Güter bestehen nicht als Güter und Gutes außerhalb des fühlenden, wollenden und wissenden Geistes. Sie haben nur als seine lebendigen Bewegungen Wirklichkeit. Das Gute an sich ist die genossene Seligkeit. Die Güter, die wir so nennen, sind Mittel zu diesem Gut, aber nicht selbst das Gut, ehe sie in ihren Genuss verwandelt sind. Gut aber ist nur die lebendige Liebe, welche die Seligkeit anderer will. Und sie ist eben das Gute an sich, dass wir suchen, sie, indem sie Wirklichkeit hat, als eine Bewegung des ganzen lebendigen Geistes, welche sich selbst weiß, sich fühlt und sich will, ist eben deswegen nicht nur eine formale allgemeine Bedingung, unter der irgendeinem anderen, dass sie erfüllte, zukäme gut zu sein, ohne dass sie selbst es wäre, sondern sie ist das Einzige, das im eigentlichen Sinne diesen Wert hat oder dieser Wert ist, und alles andere, Entschlüsse, Gesinnungen, Handlungen, besondere Richtungen des Willens, alles dies trägt nur abgeleiteterweise mit ihr denselben Namen des Guten. Ein Stück weiter, keinerlei wesenlose, unwirkliche und dennoch an sich ewig gültige Notwendigkeit, weder ein Reich der Wahrheiten noch ein Reich der Werte, ist früher als das erste Wirkliche, sondern das Wirkliche, welches die lebendige Liebe ist, entfaltet sich in die eine Bewegung, die dem endlichen Erkennen sich in die drei Seitenkräfte des Guten, welches ihr Ziel ist, des Gestaltungstriebes, der es verwirklicht und der Gesetzlichkeit zerlegt, mit welcher dieser die Richtung nach seinem Zwecke innehält. Noch ein Stück weiter. Am befriedigendsten wird es verhältnismäßig der christlichen Ethik gelingen, die einzelnen sittlichen Ideen als die verschiedenen Formen darzustellen, welche die tätige Liebe in ihrem Verhalten vorzeichnen muss. Sie wird zeigen können, dass alle die strengeren, scheinbar erhabeneren Gestalten des Sittlichen, welche der Heroismus des Heidentums,
die Seligkeit verschmähend hervorhob, dennoch nichts sind gegen die Milde der Liebe und nichts, ohne in ihr zu wurzeln, dass alle Gebote, welche durch die Bestimmtheit ihres Inhalts und durch die Leichtigkeit sich in eine Reihe scharf umschriebener Konsequenzen zu gliedern, unsere Aufmerksamkeit wissenschaftlich mehr auf sich ziehen, gleichwohl nur einen Mechanismus bilden, den das unmittelbar gestaltlosere und wie träumend erscheinende Prinzip der Liebe zu seiner eigenen Entfaltung erfindet. Letzter Satz von ihm nochmal. Von dem Ganzen des Idealbildes, welches die schaffende Liebe sich vorzeichnet, empfängt das Ganze der Natur und der Geschichte das Ganze seiner Aufgaben und vollzieht sie durch die Mittel eines zusammenhängenden Verwirklichungshaushaltes. Darauf müsste die Mühe der Ableitung gerichtet sein, aus diesem Begriffe der höchsten Liebe zuerst das Dasein eines allgemeinen Mechanismus in dem Hergang aller Dinge und dann aus dem Gesamtinhalt dessen, was die Liebe will, die bestimmte Form dieses Mechanismus zu entwickeln, welche der Erzeugung aller Wirklichkeiten mit immer gleicher Treue und beständiger Gesetzlichkeit gelingt. Also, wie anfangs schon kurz eingeleitet, die These, dass er hier in einem Teil seines Werkes, am Ende seines wichtigsten vielleicht, versucht also einen Brückenbegriff oder einen Essenzbegriff zu entfalten, den er dann später nicht weiter ausführt, weil er auch ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, die im 19. Jahrhundert auf dieser Erde herrschte, und dennoch damit einen Impuls setzte, dazu komme ich jetzt, der insofern spannend ist, weil er auch nur als Seitenstrang, der sich dominant mit anderen Themen beschäftigt, in Philosophie dennoch weitergeht. Aber nicht nur die verschiedenen sittlichen Ideen und die Formen der Wirklichkeit, auch die ewigen Wahrheiten, vielmehr die Summe dessen, was uns als denknotwendig und nicht anders sein können erscheint, müsste aus demselben Grunde der ewigen Liebe erklärt werden. Schiene mir die wissenschaftliche Lösung dieser Aufgabe möglich, so würde ich alle Kraft an ihre Ausführung setzen. Denn erst dann würde ich den vollen Beweis für meinen Glauben gegeben haben, dass die Gültigkeit des Mechanismus schrankenlos, aber seine Bedeutung überall eine untergeordnete ist. Ich würde nachzuweisen haben, wie die Tatsache, dass es überhaupt Wahrheit gibt, für sich unverständlich und nur begreiflich ist in einer Welt, deren ganze Natur von dem Prinzip des Guten abhängt, das wir in der lebendigen Liebe kennenlernen. Und ich würde nicht weniger hervorzuheben haben, wie es dieser Liebe wesentlich und gleichsam nur die erste ihrer Schöpfungen ist, eine allgemeine Ordnung und Gesetzlichkeit zu gründen, innerhalb deren mannigfaches einzelne, vergleichbaren Wesens zu ineinandergreifenden Wechselwirkungen verbindbar. Wir hatten ja in den anderen Vorträgen die Ethik als die Grundlage der Logik, dass das Gute dem Mechanismus zugrunde liegt, und wir hatten auch den allgemeinen Weltengrund und die Theologie, aber wie gesagt, es gibt bei ihm noch einen Begriff, der versucht, das konkreter zu fassen, und das ist dieser der schöpferischen oder lebendigen Liebe. Gut, wie wurde der aufgenommen? Der nächste, der es aufnahm, war Max Scheler, der ihr manches von Lotze übernahm, den Wertbegriff, den Versuch, eben Ontologie, Theologie, Anthropologie zusammenzudenken und nicht in getrennten Ebenen zu verhandeln. Und aufgrund seiner Geschichte, Max Scheler hat es ja auch nicht einfach in seiner Zeit, kam er immer auch nur fraktal dazu, aber wo er eben dazu kam, wie in der Schrift Liebe und Erkenntnis, fallen noch spannende Sätze, die sehr deutlich quasi daran anknüpfen. Also er versucht da in dieser Schrift, die er dann leider nicht weiterführt, so eine Art Rekapitulation der menschlichen Geistesgeschichte, dass wichtige Vertreter eigentlich genau diesen Zug quasi aus einem Grund schöpferischer Liebe, die Geschichte des Geistes und der Natur hervorzuleiten, eigentlich gedacht haben. Und in diesem Sinne, das sind ein paar Zitate von ihm, sind alle Erweiterungen und Vertiefungen unseres Weltbildes an eine vorgängige Erweiterung und Vertiefung unserer Liebessphäre geknüpft. So fließt also vom ältesten Aphrodite- und Eros-Kult
bis zu den geistigen Hervorbringungen des Platon und Aristoteles eine noch fühlbare Kontinuität der Konzeption der Liebe als eines Agens positiven Schöpfungsdranges. Der ontische Stufenleiter von Schöpfungsarten entspricht die Stufenleiter, in der der Geist von der Liebe zu immer gesteigerten Gestalten und Formen der Welt fortgezogen, sich schließlich der Ideen und unter ihnen der Idee der Ideen, der Idee des Schönen Guten selbst bemächtigt. Und dann folgt man ihm so eben die Rekapitulation dieser Idee bei einzelnen Gestalten, unter anderem stark bei Augustinus, dazu kurz der Satz, die Füllesteigerung in der Gegebenheit des Gegenstandes. Bei zunehmender Liebe und Interesse ist ihm, Augustinus, nicht bloß eine Tätigkeit des erkennenden Subjekts, das in den fertigen Gegenstand eindringt, sondern gleichzeitig eine Antwortreaktion des Gegenstandes selbst. Ein Sich-Geben, ein Sich-Erschließen und Aufschließen des Gegenstandes, das heißt ein wahrhaftes Sich-Offenbaren des Gegenstandes. Das ist ein Fragen gleichsam der Liebe, auf das die Welt antwortet, indem sie sich erschließt und darin selbst erst zu ihrem vollen Dasein und Wert kommt. Also er beschreibt also hier als die Tätigkeit und vielleicht die einzige, in der der Mensch sich also die Welt nicht aneignet, sondern mit ihr, man würde heute sagen mit Rosa, in Resonanz tritt und dadurch Produktion, Erkenntnisse möglich wären, die nur in diesem Modus denkbar, fühlbar, möglich sind. Gut, er geht dann weiter ein auf die Linie von Giordano Bruno über Blaise Pascal und Spinoza, die alle letztendlich zentral ja diesen Begriff mit aufnahmen und schließt dann gewisse dieser Ansätze nur wenige. Und auch diese wenigen wurden nie ausgebaut. Aber schon, dass sie da sind, ist darum von großer Tragweite. Gut, es hörte mit Scheler nicht auf. Ein bisschen später als Scheler war es Chardin, Théâtre Chardin, der vermutlich auch den meisten bekannt ist, der dann noch einen Punkt dazu setzte, der ja auch stark aus dem Theologischen kommt, auch auf seine Weise eine Brücke zu den Naturwissenschaften versuchte und die Physik war ein bisschen weiter schon, versuchte dann diesen Begriff der lebendigen Liebe ein Stück noch konkreter, moderner, wissenschaftlicher, naturwissenschaftlicher zu fassen, indem er es quasi mit Physik, mit dem Begriff der Energie verband. Und aus dem Buch halt von ihm, die menschliche Energie, Liebe ist die universellste, erstaunlichste und mysteriöseste aller kosmischen Kräfte. Nach Jahrhunderten zögerlicher Anstrengungen haben die gesellschaftlichen Institutionen sie äußerlich eingedämmt und kanalisiert. Diese Situation ausnutzend haben Moralisten versucht, sie Regeln zu unterwerfen. In der Wissenschaft, Wirtschaft und Öffentlichkeit geben die Menschen vor, sie nicht zu kennen, obwohl sie überall unter der Oberfläche ist. Riesig, allgegenwärtig und ununterbrochen scheint diese ursprüngliche Kraft allen Hoffnungen zu widerstehen, sie zu verstehen und zu beherrschen. Sie ist überall unterhalb unserer Zivilisationsoberfläche lebendig. Wir sind uns ihrer bewusst, aber wir bitten sie nur darum, uns zu amüsieren oder uns nicht zu schaden. Kann die Menschheit wirklich weiterleben, ohne sich zu fragen, wie viel Wahrheit und Energie sie verliert, indem sie ihre unglaubliche Kraft der Liebe vernachlässigt? Wir beherrschen bereits den Wind, das Meer und die Atomkraft, doch die Zeit wird kommen, in der wir auch die Energien der Liebe meistern. Das wird unser Leben so sehr verändern, wie einst die Meisterung des Feuers. Also er geht insofern jetzt ein Stück weiter als Lotze, indem er meint, Lotze war ja noch insofern skeptisch, er meinte, es wäre, wenn es möglich wäre, die entscheidende Aufgabe der Menschheit, der Philosophie, diese Kraft als Grund aller Geschichte, Erkenntnis zu formulieren. Aber er meinte noch, das sei nicht machbar. Er lebt in einer anderen Zeit, während Chardin dann aufgrund einer anderen Konstellation zur These kommt, dass es schon aus essentiellen Gründen menschlicher Zukunft
vielleicht anstünde, das doch zu versuchen. Gut, spannenderweise auch als Nebenstrang in diversen anderen Wissenschaften gibt es dadurch Tatsache diese Erkenntnistendenzen. So eines Spannendes, was bisher in Deutsch nicht erschienen ist, Maturana ist ja eher bekannt so als ein Begründer der Autopoiesis-Theorie. In diesem Buch, The Origin of Humanness in the Biology of Love, beschreibt er quasi kurz, dass die Evolution des Menschen oder eben der Ursprung des Humanum in einer Evolutionslinie der Liebe zu sehen ist. Also er zeigt, dass die Evolution von den Primaten her Richtung Mensch letztendlich tendenziell in zwei Linien eine Art dialektisch geht. Die Linie der Macht oder Dominanz und die Linie eben, die dann den eigentlichen Umschlag von den eher den dominant organisierten Primaten zu den Individuen einander wohlwollend schätzenden, ermutigenden Menschen in dieser anderen Linie der Liebe geschah und wie dann in der späteren Geschichte letztendlich immer eine Art Hin- und Herschwanken dieser Linien sich ereignete. Man kann das auch dann leicht anschauen, wenn man nur den Stern des Christentums, des Buddhismus, anderer großer Bewegungen, die diese Energie mehr oder weniger kultivierten, die dann aber immer wieder letztendlich vermachtet, vernutzt worden im Sinne anderer Interessen. Aber es lässt sich sehr leicht zeigen, dass das, was er anhand der Entstehung der Menschheit herausarbeitet, in diesem Buch relativ deutlich und schön sich dann später vorzieht. Und spannenderweise gibt es auch da noch eine Theorie, ich weiß nicht, ob Peterim Sorokin bekannt ist, war der erste Direktor des Harvard-Instituts für Soziologie, der veröffentlichte in den 50er Jahren The Ways and the Power of Love und macht hier eine Rekapitulation quasi der Sozialgeschichte und zeigt da, dass quasi alle spannenden sozialen Innovationen aus dieser Energie der Liebe geschahen, was man kurz ja auch, ne, die Entstehung der ersten quasi auf gegenseitiger Wahrnehmung und Anerkennung beruhenden menschlichen Gemeinschaften im Vergleich zu vermachteten Primatenstrukturen, der Entstehung des Christentums, der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Werte und also er zeigt auf, dass sogar technische und wirtschaftliche Innovationen oft aus diesem Motivationsstrang hervorgebracht wurden und kommt dann zur selben These wie Chardin, dass es deshalb eigentlich an der Zeit wäre, diese Kraft konkret zu erforschen. Dummerweise endete die Geschichte bei ihm dann auch kurz danach. Sein Schüler war Turcotte Parsons, der dann das Ding ja bekannterweise rumdrehte und dann eine Systemtheorie draus machte, die diese Energie quasi völlig kappte. Und es waren die 50er Jahre, auch eine schwierige Geschichte in den USA, wo dann also diese, sagen wir mal, auch politischen Gegenkräfte diese Linie der Philosophie quasi wieder verdrängten. Spannend finde ich aber, dass sie vorhanden ist und dass also diese Ursprungsthese von Lotze, Scheler sowohl in Biologie oder Evolutionstheorie, Maturana als auch in Soziologie vorhanden ist. Wenn auch, das Buch ist auch bisher nicht ins Deutsche übersetzt, halt in Seitensträngen der Kultur- oder Philosophiegeschichte. Gut, sie taucht dann in gewisser Weise dann nochmal Anschluss an Chardin, noch aus einer ganz anderen Ecke auf, und zwar die Meadows, Donella und Dennis Meadows, ja bekannt durch ihr Buch The Limits to Growth, und in ihrem 30-Jahres-Update kommen sie eben zur Schlussfolgerung, dass es Zeit wird, aus Gründen, die auch Chardin schon nennt, ne, eigentlich sich dieser Thematik zu widmen. Konkret nochmal ein Zitat: In unserer Suche nach Wegen zur Ermutigung friedlicher Veränderung eines Systems, dass sich seiner eigenen Transformation ganz natürlich widersetzt, haben wir viele Mittel ausprobiert. Die offensichtlichsten haben wir ausgeführt. Rationale Analyse, Datensammlung, Systemdenken, Computermodellierung und klare Worte. Das sind die Mittel, die alle, die in Wissenschaft und Ökonomik ausgebildet sind, automatisch begreifen, sind nützlich, notwendig, aber nicht ausreichend. Wir wissen nicht, was ausreichend sein wird, aber unsere Schlussfolgerung kommt zu anderen Mitteln, die unserer Erfahrung nach nicht optional, sondern essentiell sind für jede Gesellschaft, die langfristig zu überleben hofft. Es sind
Visionsbildung und Vernetzung, Wahrheitserzählung, Lernen und Liebe. Aber in der industriellen Kultur und Wissenschaft ist es nicht erlaubt, über Liebe zu sprechen, außer im romantischen und trivialen Sinn. Individualismus und kurzsichtige Interessen sind daher die größten Probleme der gegenwärtigen Gesellschaften und die tiefste Ursache ihrer Nicht-Nachhaltigkeit. Liebe und Mitgefühl in sozialen Formen institutionalisiert sind die bessere Lösung, eine Kultur, die an diese besseren menschlichen Qualitäten nicht glaubt, diese nicht diskutiert und entwickelt, leidet an einer tragischen Begrenzung ihrer Möglichkeiten. Die Menschheit muss lernen, die Idee eines lebendigen Planeten für künftige Generationen zu lieben. Ja, das war quasi jetzt schon kurz die Rekapitulation, und weil also unserer Meinung nach das ein Zweig, ein Strang ist, der wert ist, weiterverfolgt zu werden, sind wir alle dabei. Vor kurzem haben wir ein Buch quasi veröffentlicht, wo wir nochmal das zusammenfassen. Also Anselm Grün aus der Theologie, Gerhard Hüther aus der Biologie, Neurobiologie und ich aus der Sozialphilosophie, dass sich tatsächlich zeigen lässt, dass quasi durchgehend in all diesen Evolutionssträngen oder Seinssträngen man diesen Begriff der Liebe rekapitulieren kann als eine zentrale Innovationskraft. Und parallel dazu haben wir jetzt begonnen, rechts in Lab.de quasi so ein Medium zu rekonstruieren, eine Art Website. Und wir versuchen jetzt die doch erstaunlicherweise vielseitigen Erkenntnisse, die dazu vorhanden sind, also in Philosophie, Ökologie, Soziologie, Neurobiologie, Medizin, dass da überall unterschwellig als Nebenstrang diese Erkenntnisse vorhanden sind, aber bisher halt nicht, sagen wir mal, in den Mainstream von Wissenschaft zur Geltung kommen. Gut, das war's im Grunde. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.